Ich sorge dafür, dass Sie die Probe so schnell wie möglich bekommen. Robbie hat Typhus. Bitte hör mir mal zu. Fakt ist, dass ich mich in absehbarer Zeit auf keine Love Story einlassen werde. Wenn du jetzt raus willst, dann ist es aus, endgültig. Vorbei. Hau endlich ab und lass dich hier nie wieder blicken. Das ist ja mal eine tolle Begrüßung. Was ist denn los? Nichts. Na, dann kann ich ja wieder gehen. Anna, es ist nicht wegen dir. Blöd gelaufen? Kann man so sagen. Wahrscheinlich. War gestern dein dringender Termin? Also, wen interessiert denn schon gestern? Der Augenblick zählt, den Blick immer nach vorn. Zum Beispiel dahin. Was hältst du denn davon? Oh ja, der ist toll. Was wäre der Mensch ohne Träume? Genau. Ich muss los. Schule. Oh, ich bin eh schon viel zu spät. Tschüss. Tschüss, Basti. Tschüss, Anna. Du, wie ich mein Leben lebe, das geht dich überhaupt nichts an. Wenn ich mir ein Auto kaufe, das ich mir leisten kann, dann kann dir das egal sein, ja? Richtig. Aber was du mit Anna abziehst, ist nicht fair. Komm, zwinge ich sie dazu, dass sie ja jeden Morgen mit Brötchen auftaucht. Und außerdem, ich bin nicht mehr mit Tinker zusammen. Ach, hast es endlich geschafft. Es ist halt anders gelaufen. Blick mich noch mal kurz ab. Mensch, Olli, ist dir nicht klar, was du da aufgibst? Ich bin froh, dass der Zinnober endlich vorbei ist. Basti, du kennst es doch. Neues Spiel, neues Glück. Was muss man tun, damit diese Frau den Urlaub mit einem verbringt? Uns verbindet die Liebe zur Natur. Gestern haben Andrea und ich festgestellt, dass wir auf der gleichen Schule waren. Sie kannte den alten Dase noch. Der hat immer mit einem Jojo gespielt, wenn wir eine Klassenarbeit geschrieben haben. Mhm. Es tut mir leid, wenn wir sie gestern so links liegen gelassen haben. Wir waren so vertieft in unsere alten Zeiten. Ich will da auch gar nicht zwischenfunken. Was? Wie dazwischenfunken? Naja, zwischen Ihnen und Andrea. Da gibt es nichts dazwischen zu funken. Wieso? Zwischen mir und Andrea ist alles klar. Wie klar? Zwischen uns ist nichts. Sie wäre auch nicht mein Typ. Umso besser. Da würde ich mir trotzdem keine allzu großen Hoffnungen machen. Madame steht nicht auf tollkühne Romeos. Sie steht überhaupt nicht auf Männer. Andrea? Frauen müssen ja nicht unbedingt die totalen Emanzen sein, um Busenfreundschaften zu pflegen. Andrea, das glaube ich nicht. Heute hat er Interessenverbandssitzung. Falls es Ihnen entfallen sein sollte, Sie sind auch eingeladen. Ah. Mal sehen, ob mir meine Sprechstundenhilfe freigibt. Ah, und wenn Sie hier die Ordnungshut packen sollte, lassen Sie sich nicht aufhalten. Unser Mitbewohner hat ja auch schon das Weite gesucht. Da sollte wenigstens einer. Hm? Sie wissen schon. Thank you.
Sag mal, spinnst du? Robby ist krank, falls du das vergessen hast. Also. Ich bin froh, dass er schläft und du machst hier eine Party. Bisschen Rücksicht wäre ja wohl nicht schlecht. Hey, Robby schläft. Der blöden Sprüche kannst du dir sparen. Robby ist todkrank und du? Jetzt komm mal ein bisschen runter, ja? Dr. Westermeier hat uns ganz klar erklärt, dass heutzutage an Typhus niemand mehr stirbt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Bastian, könntest du heute nicht das Frühstück für Robby machen? Noch was? Mann, bitte, dann komme ich wenigstens zur zweiten Stunde pünktlich. Und wer macht meinen Laden auf? Mann, Basti, wir sind doch schon sowas wie eine kleine Familie. Einer für alle und alle für einen. Du kriegst doch keinen Eintrag ins Klassenbuch. Ah, du nervst. Ich weiß. Und das Brötchen bitte ganz dick mit Marmelade, ja? Ja, noch was? Dankeschön. Ja, hau ab. Ciao. Ciao. Tinka, hi. Wie geht's? Gut. Und dir so? Alles bestens. Ich komme gerade aus dem Autohaus. Wird mit Sicherheit überragend. Wenn ich mal Lust habe, einfach nach Frankreich, nach Paris, ins Elsass. Und dann viel Spaß. Tinka. Was? Es ist gestern Abend, es ist ziemlich blöd gelaufen. Findest du nicht? Klar. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, wir... Übrigens, vielen Dank dafür, dass du mir Tom ausgespannt hast. Danke. Mit der würde ich an deiner Stelle nicht meine Zeit vertreiben. Ach ja, was ich vergessen habe, Tinke. Anna steht nicht so drauf. Okay. Der Kunde soll hier nicht nur den lästigen Alltagseinkauf erledigen, nein. Der Kunde soll hierher kommen, um sich vom Alltagsstress ein wenig zu erholen. Machen wir es doch unseren amerikanischen Vorbildern nach. Machen wir aus unserer Galerie ein Erlebniscenter. Wir sollten ihn regelmäßig. Jan, unser Fechner, ne? Träum zu, dass er das alles in die Tat umsetzt. Also nicht nur das geplante Galerie. Stimmt es, dass du die Galerien doch nicht verkaufst? Nein. Mein Herzblut hängt da irgendwie dran. Ich habe die ja schließlich von meinem Vater geerbt. Ich glaube, ich könnte die Galerie aufbauen und sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Da ja keiner von Ihnen bereit ist, mir Einblick in seine Bilanzen zu gewähren, ich frage mich eigentlich, warum? Kann ich mich nur an die Statistik halten, um mir Aufschluss über die Gewinnspanne meiner Konkurrenten zu verschaffen? Wobei natürlich branchenbedingte Unterschiede zu verzeichnen sind. Wintersportartikel werden bestimmt bestens abgesetzt. Und der Plattenladen wird zu Weihnachten auch nicht nur Jingle Bells und Stille Nacht verkaufen. Kurz gesagt, die Wintermonate sind für die Galerie bestimmt nicht die schlechtesten. Der verlorenste aller Tage ist der, an dem man nicht gelacht hat, nicht wahr? Hast du mein Notizbuch gesehen? Boah, was stinkt? Ist das ein neues Parfum oder was? Ja, das ist der letzte Schrei aus London. Nee, ist Robbys Desinfektionsmittel. Naja, immerhin. So sauber war unsere Bude wahrscheinlich noch nie. Und so keimfrei. Du, Robby war vorhin kurz auf. Der konnte nicht mal richtig laufen. Also langsam mache ich mir echt Sorgen. Sag mal, weißt du wirklich nicht, wo mein Notizbuch ist? Ich hab's heute Morgen hier hingelegt, neben das Telefon, das weiß ich ganz genau. Keine Ahnung.
Aber weißt du, so blass und schwach hat Robby noch nie ausgesehen, echt. Sag mal, du bist doch hier auf dem Putztrip. Bist du dir sicher, dass du es nicht irgendwo weggeräumt hast oder so? Nee. Sag mal, dich interessiert wohl gar nicht, wie es ihm geht. Nein, im Moment nicht. Dieser Lieferant hat mich schon wieder versetzt und ich hatte die Nummer nicht dabei. Deswegen suche ich mein Notizbuch. Außerdem müsste ich schon längst auf der Sitzung für das Galeriefest sein. Sag mal, kannst du nicht mal aufhören? Er wird sich anstecken. Sag mal, was ist das denn? Das ist ja total eingegangen. Oh, sorry. Du kannst es ja für deinen Junior aufheben, falls du mal einen haben solltest. Das hat mir Mascha geschenkt. Tja, dann gibt's halt ein neues. Mann, ich hab Robbys Sachen mir 90 Grad gewaschen wegen den Salmonellen. Ach, trägt er jetzt auch noch meine Klamotten, nachdem er schon meinen Fernseher hat? Manu, krieg dich ein und reg dich nicht so auf. Außerdem lag dein heißgeliebtes T-Shirt im Bad auf dem Boden. Und da waren halt Robbys Sachen. Ach, Robby, Robby, nochmals Robby. Ich kann's nicht mehr hören, ja? Mann, nicht so laut, er schläft. Außerdem wolltest du doch dein Notizbuch suchen. Hast schon mal in dein Zimmer nachgeguckt? Männer, echt kopflose Wesen. Auch mal? Nee. Esther Meier hat's mir geschenkt. Nette Idee. Ich hab mich echt gefreut. War ja nicht zu übersehen. Weißt du, wir haben gestern Abend festgestellt, dass wir auf derselben Schule waren. Und dass wir den gleichen Lehrer hatten. Oh, du bist ja bestens informiert. Kann man so sagen. Es tut mir echt leid, dass ich mich gestern Abend nur mit ihm unterhalten habe. Das war ja auch deine Platte. Sind wir uns zu etwas verpflichtet? Übrigens, dein Vortrag eben war wirklich beeindruckend. Damit hast du selbst die letzten Skeptiker von dir überzeugt. So soll es sein. Danke. Bitte. Naja, die Pflicht ruft. Tschüss. Setzen. Ja. Aber, Gott, oh Gott, ich sehe nur noch Sternchen. Oh. So schlimm? Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Wer soll daraus noch essen? Mann, das verfliegt doch wieder. Ja, genau wie mein Notizbuch. Sag mal, was denn? Ich muss nachher noch mal kurz weg und ich will Robby nicht so alleine lassen. Könntest du nicht? Nein. Guck mal an, das kann's ja wohl nur du gewesen sein. Na klar, die anderen sind immer schuld. Ja, wie soll's denn sonst dahin gekommen sein, hä? Was weiß ich. Aber was ich gern mal wissen würde, ist, warum du meine Sachen aus dem Kühlschrank weggegessen hast. Frag doch mal Robby. Robby, der hat nicht mal sein Frühstück runtergekriegt. Außerdem lass ihn mal vom Spiel, er ist krank. Es reicht, Doro, es reicht. Robby ist wirklich krank und was machst du? Gut, dann sag mir Bescheid, wenn er wieder gesund ist. Solange siehst du mich hier nicht mehr. Das ist so widerlich. Alles stinkt und klebt nach diesem Zeugs hier. Doro, es ist wirklich reichlich, was du an mir zumutest, echt. Ja, was soll ich denn machen? Bastian, tut mir leid. Aber soll ich ihn wieder ins Heim zurückschicken? Ist ja gut. Das ist ja nicht gegen dich persönlich. Ja, trotzdem. Ich werde hier abhauen. Als Lebensmittelhändler hätte ich dieses Quarantänelager hier sowieso schon längst verlassen sollen. Meinst du, ich kann ihn den ganzen Nachmittag alleine lassen? Was fragst du mich? Ja, ich muss noch mal ins Heim zurück. Ein paar CDs holen und das Kuscheltier, das ich dort vergessen habe. Bitte wie? Du fährst extra wegen dem Kuscheltier ins Heim? Mensch, ich mach mir doch so eine Sorgen. Vorhin hat er wieder so dolle Bauchschmerzen gehabt. Also gut. Dann gibst du ihm eben meine Geschäftsnummer für den Notfall, ja? So, bitteschön. Dankeschön. So was nennt man wohl wahre Geschwister. So wehtun kann. Oh, geht schon. Schade. Da hat man endlich mal einen triftigen Grund, seine Herzensdame auf Händen zu tragen. Nichts für ungut. So. Vorsichtig. So. Jetzt einfach zurücklehnen und entspannen. Oh.
Ziemlich blau und geschwollen, da hilft nur die Eiskeule. Eis ist im Eisfach? Ja, meistens. Wie wär's mit Schoko für oben und Eiswürfel für unten? Ich sehe, du hast deinen Humor behalten. Ich glaube, ich rufe Westermeier an. Wozu? Der Knöchel ist verstaucht. Da hilft nur hochlegen und schonen. Mehr würde dir unser Medizinmann auch nicht sagen können. Aber er ist nun mal Arzt. Glaub mir, ich kenne mich mit sowas aus. Solche Verletzungen sind äußerst unangenehm und langwierig. Als ich mir den Knöchel verstaucht habe, da hat das glatt ein halbes Jahr gedauert. So, für meine Lieblingspatientin ein kleines Trostpflaster. Au! Zu fest? Es tut einfach sau weh. Das kriegen wir schon. Mit ein bisschen Geduld, Eiswürfeln. Und meinen heilenden Händen wird das gleich viel besser werden. Ich glaube, das ist einfach nicht genug. Sorry. Linda, Linda kauft sich Olli. Ein Typ hier aus der WG. Ich muss aber ziemlich viel Kohle haben. Lass mal ein Stück Pizza rüberwachsen. Und was ist, wenn dich hier jemand so sieht? Nichts cool, man. Meine Schwester kauft doch die nächsten 3 Stunden in der Gegend rum und die anderen sind beim Arbeiten oder so. Und bis die zurück sind, sieht das alles hier wieder aus wie ein absolutes Krankenlager. Oh, mir geht's ja so schlecht. Mein Bauch, wenn der nicht so wehtun würde. Oh, und mir ist so übel. Und essen mag ich auch nicht. Und dann kommt mein Schwesterherz. Armer Robby, was kann ich für dich tun? Willst du Videoshock oder soll ich dir was zum Trinken bringen? Und die checkt das nicht? Na, das checkt nicht mehr der Arzt. Thailändisch. Schön scharf mit Erdnusssoße. Lecker. Also Stäbchen sind gut, aber aus. Wahrscheinlich hat sie zum Bier zum Scratchen benutzt. Genau. Dafür sind diese Dinger ja auch gut. Na, so leicht entkommst du mir nicht. Tata. Wahrscheinlich kannst du gar nicht mit Stäbchen essen und hast sie heimlich verschwinden lassen. Gib's zu. Genau. Schön. Na, dann mal los. Mit der Sonne mal zugucken. Logo. Toll. Erwischt. Du, kaum wedelst du einmal mit der Kohle, dann springen die Leute, die beim Auto wageln, die waren der Wahnsinn. Ja, Herr Ebert, das Rechte, wir wollen einen Kaffee, Herr Ebert, oder ein Gläschen Sekt. Und dann das mit dem elektrischen Fenster. Ja, mein Gott. Ja, siehst du denn, hast du einmal Geld und dann... Erzähl noch weiter. So, wenn du deine Lehre machst, musst du doch sowas können. Stell dir vor, du wirst als angehender Reiseverkehrskauffrau nach Thailand eingeladen. Was machst du denn dann, hä? So. Und jetzt Mund auf und Augen zu. Und was war dann? Weiter war nichts. Als wir damals mit unserem Kudde durch den Pazifik gesegelt sind, wurden wir doch von so einer Horde dunkelhaariger Mädchen geentert. Die haben uns erst wieder freigelassen, nachdem wir das perfekt mit den Stäbchen beherrscht haben, du. Mann, oh Mann, haben wir uns damit beeilt. Jetzt weiß ich wenigstens, warum du ein halbes Jahr länger auf See warst. Oh Mann, hab ich Hunger. Ey, das hast du die ganze Zeit mit Absicht gemacht. Oh. Kommst du denn darauf? Mhm.
Außenbandüberdehnung. Das Schlimmste ist schon überstanden. Blutergruß wird auch nicht mehr viel größer. Ach, toll. Viel kann ich leider da auch nicht mehr machen. Und die Schmerzen? Die sollten bis zum Abend abklingen. Ich kann dir natürlich Schmerztabletten dalassen. Sehr tapfer. So, jetzt noch mal Zähne zusammenbeißen. Da kommt jetzt eine kühlende Salbe drauf. Soll ich Händchen halten? Ich glaube, das schafft sie schon. Geht schon. Tja, dann bin ich hier wohl ziemlich überflüssig. Ne? Das würden wir doch nie laut sagen. Hab schon verstanden. Bin schon weg. Soll ich noch dem Roomservice Bescheid sagen? Das wäre wahnsinnig nett. So long. So, da kommt jetzt noch ein Tapeverband drauf. Mit ein paar Tagen Ruhe geht's dann wieder. Dass wir beide wieder zusammenfinden, hätte ich nie gedacht. Weißt du? Ja? Eigentlich wirst du ja sowas wie meine Traumfrau. Deine Augen, dein Gesicht, so wie du lachst, dein Körper, ach, überhaupt alles. Verrat mir, was du denkst. Das, was du mir gerade gesagt hast, das hat noch keiner zu mir gesagt. Das hoffe ich doch. Ich kapiere einfach nicht, was Olli an dieser Anna findet. Du denkst die ganze Zeit nur an Olli, oder was? Tom ist tief getroffen. Warum redet Tinka ausgerechnet jetzt von Olli? Ist Tom nur eine willkommene Ablenkung für sie? Im nächsten Marienhof.